Heute geht es um das Thema Füße. Das klingt jetzt erstmal nicht spannend, wird sich aber im Lauf des Gespräches als sehr spannend und sehr interessant herausstellen, denn sie tragen uns nicht nur ein Leben lang durch genau dasselbe, sondern sie haben auch eine ganz spezielle und ganz besondere Bedeutung für unsere Gesundheit und für das Wissen um unsere Gesundheit. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Liebe Karin, ich freue mich, dass wir wieder die Gelegenheit haben, über Konversiologie zu sprechen und da den neuesten Stand zu erfahren. Und jetzt leben wir im Augenblick in sehr bewegten und in sehr, ja, wenn ich jetzt sage, abwechslungsreichen, dann ist das etwas euphemistisch formuliert, aber in sehr speziellen Zeiten. Und deswegen als Einstieg erstmal die Frage, wie bist du denn mit der Krise, mit dem ganzen Theater umgegangen? Wie hast du das überstanden? Wie ist es dir damit ergangen? Also hallo Michael, danke für die Einladung. Freut mich wieder einmal hier sein zu dürfen. Nun, die Krise generell hat mich rein emotional ganz massiv getroffen. Jetzt im Hinblick, was wie viele Tote das es rundum gegeben hat, das war richtig schlimm natürlich zu beobachten. Was meine Arbeit betroffen hat, war die Umstellung eigentlich kein Problem, weil wir ohnehin seit 3, 4 Jahren bereits online arbeiten. Und ich ein kurzes kleine Programmänderung gemacht habe für meine Partner, für meine Kunden. Das heißt, wir haben keine persönlichen Analysegespräche oder Schulungen gemacht, sondern es war einfach alles online. Und von daher war meine Arbeit weiterlaufend, es war ein nahtloser Übergang. Nur das Problem war natürlich dieses persönliche Aufschulen, dieses persönliche Treffen, weil natürlich die Grenzen alle zu waren und ich sehr viele Konversiologen in Italien sitzen habe, die es natürlich ganz massiv getroffen Ja. hat. Aber es betrifft ja nicht nur Italien, es betrifft ja Klar. die Bundesrepublik genauso. Dass du jetzt hier sein kannst, war ja vor, ich sag mal, vor 14 Tagen noch gar nicht klar. Genau. Das ist etwas Neues und ist was Besonderes, aber wir leben ja auch in der Tat in völlig besonderen Zeiten. Genau, wir haben ja dreimal den Termin verschieben Ja. müssen, weil es einfach überhaupt nicht möglich gewesen ist, die Grenze zu passieren. Und selbst wenn ich nach Deutschland hätte dürfen, hätte ich dann wieder in Quarantäne müssen für mindestens 2 Wochen. Das hätte einfach einen wirtschaftlichen Einbruch in meiner Arbeit gebracht. Also ich bin froh, hier sein zu dürfen und ich spüre, jetzt geht es in Richtung Lockerung. Ja, ich hoffe, dass das Gefühl und dass dieses Spüren auch genau das Richtige ist, denn das, was wir im Augenblick erleben, ist ja schon eine weltweit sehr spezielle Zeit. Also das ist etwas ganz Besonderes und etwas ganz Spezielles, was wir im Augenblick durchmachen. Und insofern kann man nur hoffen, dass sich das möglichst rasch und möglichst schnell auch wieder entspannt. Also da wiederum dürfen wir gespannt sein, wie schnell das geht. Absolut, ja. Ja. Wenn wir im Folgenden beispielsweise auch uns unterhalten wollen über Konstitutionsermittlungen, sollten wir vielleicht damit einsteigen, dass du erklärst, was darunter zu verstehen ist und was das wiederum als einen besonderen Zweig deiner Arbeit im Speziellen ausmacht. Wir haben uns, falls du dich erinnern kannst, vor knapp 10 Jahren das erste Mal zu Interviews getroffen. Damals habe ich von Ja. Konstitutionsermittlungen und so weiter noch überhaupt nichts gewusst. Das hat sich erst jetzt im Laufe der letzten Jahre entwickeln dürfen. Und es ist so, dass jeder Mensch gemacht wurde. Ja? Ich spreche hier von Grundkonstitutionen. Der eine ist eher bescheiden in seiner Ausrichtung, der andere ist eher so der zielorientierte, knallharte Umsetzer. Der andere ist wieder sehr von Sorgen geprägt, ein anderer Mensch
der lebt wieder seine Lockerheit. Es ist alles okay, wenn er sein eigenes Ich so lebt, wie er es denn vorgegeben bekommt. Ja. Bewegt sich der Mensch außerhalb seiner eigenen Grundkonstitution, spreche ich von Konstitution. Es ist praktisch der Status quo, in dem er sich gerade befindet. Wenn der Mensch den Über- oder Unterfordert, merkt es sein eigenes Nervensystem und es geht dann oft in Richtung Unwohlsein. Nur der Mensch weiß ja nicht, wie ist er gebaut worden, wie hat der liebe Gott ihn gemacht. Es geht darum, an den Füßen, skurrilerweise an den Füßen, halt einfach abzulesen, wer bist du wirklich und wie lebst du dein eigenes Ich? Auf allen Ebenen, emotional, physisch und auch organisch von der Ess- und Trinkkultur. Das heißt, das ist so eine auch Erkenntnismesslatte, dann die Füße, von der du sprichst und die du seit Jahren untersuchst und wo du dann auch in einer Dimension Erkenntnisse gewonnen hast, die weit über das hinausgehen, was man üblicherweise und sonst so als an Erkenntnissen gewinnen kann. Also einen ganz eigenen Weg, den du da beschreitest. Genau, und das ist aber sehr frei jeglicher Mystifizierung. Also das hat jetzt nichts mit Abgehobenheit zu tun, sondern das, was ich an den Deutungsfeldern erkenne, kann jeder Mensch für sich im Grunde genommen auch bestätigen. Also man erkennt, wie bist du gebaut und wie lebst du deine eigene Konstitution. Das ist technisch, aber nicht registrierbar. Und für mich stellt sich seit 20 Jahren, seit ich diesen Beruf habe, immer die Frage, wo hört Gesundheit auf und wo fängt Krankheit eigentlich an? Weil heißt es, dass ich nur dann krank bin, wenn ich bereits eine technische registrierte Diagnose bekommen habe? Oder beginnt Krankheit schon viel früher, obwohl es noch nicht technisch registriert werden kann? Und an den Deutungsfeldern kann man eben diese Zeit vor Ausbruch einer Krankheit erkennen. Also mein Job ist überhaupt nicht der, dir zu sagen, du hast Rheuma, du hast ein Burnout oder wie auch immer. Das würde dir nichts nützen, weil du würdest es ja ohnehin schon wissen. Ja, jetzt kommt oder spüren. Oder spüren, genau. Und es würde ja sinnbefreit sein, wenn du zu mir in die Praxis kommst, dafür bezahlst, dass du eine weitere Diagnose kriegst. Ja, ich würde mich nicht auskennen in der Schulmedizin, das ist nicht mein Part, aber die Deutungszonen zeigen dir eine ganz neue Entwicklung auf einen ganz neuen Status quo, an den du noch vorher nicht gedacht hast. Und du erkennst die Dinge, bevor sie virulent werden. Genau, genau. Das ist ja die Innovation. Weißt du, sehr, sehr viele Medien wollen immer, dass ich sage, ja, welche Krankheitsbilder ich denn erkenne und Krankheiten sind an den Füßen zu erkennen. Aber davor wehre ich mich einfach strikt, weil das nicht mein Job ist. Es ist doch viel innovativer, wenn ich sage, hey Michael, pass auf, damit du nicht in diese Richtung steuerst. Du solltest dich eher emotional so und so bewegen, du solltest dich physisch so und so mobilisieren und du sollst das und das konsumieren, damit du in deiner Mitte bleibst und dein System nicht eskaliert. Also das Erkennen vor dem eigentlichen Ausbruch. Genau, genau, eine Prophylaxe vor der Prophylaxe. Ja. Was nützt es denn bei der Prophylaxe, wenn du eine Diagnose kriegst? Ja, es ist ganz nett, aber die Möglichkeit, wenn ich die einen großen Zeitraum vorher bekomme, dann auch darauf reagieren zu können oder letztendlich sogar im Zweifelsfalle verhindern zu können, dass das, was man jetzt schon sehen kann, auch wirklich eintritt. Mhm. Das ist ja was besonders Wertvolles und was wirklich sehr Spezielles. Die Schulmedizin doktert an den Dingen sehr brav und auch zum Teil wirklich sehr erfolgreich herum, die ausgebrochen sind. Genau. Aber etwas vorwegzunehmen und dann auch zu verhindern, ist nochmal eine ganz andere Geschichte und eine ganz andere Leistung auch letztendlich. Genau, absolut. Und
das darf man auch so als gegeben hinnehmen. Weißt du, ich habe immer das Gefühl, dass sich die Allgemeinheit dem etwas verwehrt, so diesen früheren Blick aufzunehmen und daraus etwas ablesen zu können. Irgendwie scheut der Mensch so die Fähigkeit oder auch die Möglichkeit, die es hier gibt, weil er selber Verantwortung übernehmen müsste. Und in der heutigen Zeit ist es aber so, dass jeder die Verantwortung irgendwo abschiebt. Egal, ob es jetzt im Kindergarten ist, dann ist der Erzieher der Schuld. In der Schule ist der Lehrer der Schuldige. Wenn Diagnosen fehlinterpretiert werden, Operationen nicht funktionieren, ist der Arzt der Schuldige. Wenn er nichts herausfindet, ist er sowieso. Konversiologie arbeitet einfach sehr wertfrei. Ich weiß vom Klienten überhaupt nichts außer seinem Namen und ich erzähle die Geschichte seines Lebens aufgrund seiner Deutungsfeldbeschaffenheit. Und das, ich an glaube, den Füßen, anhand der Füße. An den Füßen. Ja. Gut, mittlerweile sind es schon die Hände, die Ohren, der gesamte Organismus. Aber unser Körper setzt einfach äußere Merkmale innerer Unstimmigkeiten. Und das ist Fakt und das gilt es einfach zu deuten. Innerhalb 48 Stunden können sich Felder verändern. Also diese 20 Jahre empirische Tätigkeit, die kann mir niemand abstreiten. Und ich finde es einfach schade, dass ich als quasi Nicht-Wissenschaftler nicht wahrgenommen werde. Von meinen Kunden ja, von meinen Schülern ja. Aber was die... Nicht von der Wissenschaft. Genau. Ja. Man hat manchmal sogar fast dann den Eindruck, dass da so eine gewisse Angst existiert, dass da nicht nur, weil das ein Quereinsteiger jetzt wie du bist, sondern weil es auch mit den herkömmlichen Bildern irgendwie nicht zusammenpasst, dass man da wirklich eine Scheu hat, sich einem solchen Wissen zu nähern. Ich habe das ziemlich lustig gefunden, weil gerade vor kurzem im Zuge der Bucherscheinung habe ich mit einem Redakteur gesprochen und der wollte über Konversiologie Bescheid wissen. Ja. Dieser Redakteur hat gemeint, Frau Meier, das ist sehr schön, was Sie wissen, aber das, was Sie wissen, können Sie gar nicht wissen, weil Sie sind kein Arzt. Das, was Sie wissen, dürfen Sie gar nicht wissen. Ja, weil Sie kein Arzt. Genau, weil Sie sind kein Arzt, Sie dürfen das ja gar nicht anwenden. Und dann habe ich gesagt, dann darf ich eigentlich auch nicht helfen, obwohl ich helfen könnte, geht es wirklich nur um diesen Titel, helfen zu dürfen? Ist es nicht eher so, dass man komplett, egal wie man hilft, Hauptsache das? Was hat er da gesagt? Er versteht mich, er darf mich aber nicht verstehen. Und es gibt sehr viele Themen, die einfach in dieser Ärzteschaft sich bewegen dürfen und nicht nach draußen kommuniziert werden dürfen und es wird auch kein Quereinsteiger dazu ins Boot geholt. Und diese Themen sind zu heiß. Ich bin zu heiß. Ja. Ich meine, das ist natürlich nicht nur indirekt, sondern wirklich direkt auch ein Kompliment, wenn man seitens eines Arztes so etwas formuliert und eine solche Position vertritt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch extrem borniert und vernagelt, sich einer solchen Kenntnis, einem solchen Wissen zu verschließen, nur weil eben der Titel des Herrn Doktor oder Frau Doktor einfach hier fehlt. Ja, ich find's richtig schade. Natürlich hätte ich auch dieses technische, medizinische Wissen gern gehabt, aber ich habe es halt einfach nicht und ich brauche es auch nicht, um das ganz klar zu kommunizieren, was ich an den Deutungsfeldern sehe. Weißt, mein Job ist der, markante Auffälligkeiten, die der Körper über die Haut transportiert, zuzuordnen. Emotional, physisch und organisch zuzuordnen. Und das ist frei jeglicher Mystifizierung. Wenn die Wissenschaft hier Hautirritationen bemerkt, nennt sie es Neurodermitis, nennt sie es Psoriasis, wie auch immer, mir völlig egal, wie Sie das nennen. Fakt ist, es ist etwas da, was hier nicht hingehört. Und genau das gilt es zu sagen,
Welche Energien spielen hier quer, damit sich dieses Merkmal überhaupt bildet? Warum sollte ein gesunder Organismus etwas über die Haut transportieren? Woher kommt das? Was ist das eigentlich? Und diese Frage stelle ich mir in der Analyse und die kann ich auch beantworten. Und dabei ist es dann auch völlig egal, wie man das letztendlich benennt und welchen Titel man da vor sich herträgt, sondern wenn die Analyse stimmt, ist es im Grunde mehr der schnellste Weg auch zu einer Lösung. Und letztendlich geht es ja darum. Es geht ja nicht darum, den richtigen Titel zu haben, sondern in dem Moment, wo man in einem medizinischen oder in einem gesundheitlichen Bereich unterwegs ist, dann auch Hilfestellung anzubieten. Das ist ja eigentlich das Geniale. Genau, es geht nicht um den richtigen Titel, sondern nur um die richtige Lösung. Richtig. Um den richtigen Ansatz und diesen Menschen, der nach Hilfe sucht, einfach auszustatten mit Informationen, dass er sich sicher fühlt. Nämlich die Menschen wollen ja wissen, woher kommt das? Nicht, wie heißt das? Richtig. Ja, wenn ich mit Kreuzschmerzen in eine Diagnose gehe und mit Lumbalgie gehe ich nach Hause, hat man mir nicht helfen können, ja, weil das ist eh das Gleiche. Aber wenn der Mensch ausgestattet ist mit Informationen, was kannst du tun, wie sollst du deinen Alltag verleben auf allen Ebenen, dann freut er sich, dann ist er motiviert und das bringt ihn auch weiter. Ja. Wir haben ja immer wieder die Deutungsmerkmale an den Füßen angesprochen und du hast ein paar sehr wirklich eindrucksvolle Bilder machen können und gemacht und mitgebracht und die wir jetzt auch einblenden und zeigen, die deutlich machen, wie sich hier in also wirklich fulminanter Art und Weise Verbesserungen zeigen und Dinge entwickeln. Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, sehr gern. Also natürlich kann ich nicht fotografieren, wenn sich jemand an einer besseren Verdauung erfreut. Ich kann natürlich nur fotografieren, ja, was sich an äußeren Merkmalen verbessert, genau. So wie eben diese Bilder. Jedes Jahr habe ich mir zur Aufgabe gemacht, zu Weihnachten eine Analyse jemandem zu schenken, der entweder schon die Diagnosestraße rauf und runter gelaufen ist, ergebnislos, oder wenn jemand sich die Analyse nicht leisten kann, zum Beispiel. Und bei dieser Dame war es so, eine Dame aus Deutschland, die ist nach Österreich, hat die Reise auf sich genommen und wir haben die Analyse ausgerichtet in Ernährung, Bewegung und emotionalem Verhalten. Und aufgrund dieser Schwere, die Dame hat seit 7, 8 Jahren an dieser Hauterkrankung gelitten und das war richtig schmerzhaft, also die hat mir total leid getan. Und ich habe der Dame angeraten, so für ungefähr 2 Jahre die Empfehlungen umzusetzen, was natürlich oftmals sehr schwierig ist. Und sie hat es gemacht, sie hat mir zwischendurch immer wieder Bilder der Verbesserung geschickt und ich habe sie motiviert, dranbleiben und nicht nachlassen und umsetzen. Und stell dir vor, nach ein bisschen über 3 Monaten, irgendwann Anfang April war das, am 23. Dezember war es das erste Mal da, hat es sich schon total verbessert gehabt, wie man am Bild sieht. Ja. Und in dieser Phase greifen dann natürlich auch naturheilkundige Salben. Die Schmerzen sind weg, also die Frau war höchst motiviert. Und das sind natürlich schon so kleine Highlights, die ich mir dann verbuchen darf, weil das bin ich dann extrem stolz. Und das sieht man auch anhand der Bilder, also das spricht eine wirklich eindeutige Sprache, wie sich dort das Hautbild dramatisch und drastisch verändert hat. Und wenn du sagst, das war eine Zeit von 3 Monaten, ist das natürlich sowieso an sich schon mal sensationell und bemerkenswert, dass, wie man in den Bildern sieht, dass das in der Geschwindigkeit stattgefunden hat. Absolut, ich hätte eine Unzahl von Bildern mitbringen können. Wir haben Neurodermitis-Babys, die innerhalb 14 Tagen, 3 Wochen beschwerdefrei sind. Ja. Und das alles nur mit kleinen Abänderungen, Ernährung als Medizin. Ja. Dieses Konversiologie-Konzept ist etwas, was du auch gar nicht ausschließlich oder sowieso nicht für dich gemacht hast, sondern für die Allgemeinheit, wenn ich das richtig verstehe. Mhm.
Es war mir vor 20 Jahren gar nicht klar, dass es mich heute überhaupt noch gibt und dass ich mich so weiterentwickeln durfte, dass ich auch die Methode so ausbauen durfte, dass ich mittlerweile Menschen aus ganz Europa anspreche und meine Expertise bis nach Amerika reicht. Das freut mich natürlich sehr. Und mittlerweile ist es so, dass ich die Methode für Menschen quasi entwickle, die gesundheitlich irgendwo anstehen, die wissen möchten, was kann ich tun im Alltag und natürlich auch für jene, die es lernen wollen. Weil ich alleine kann den Markt nicht bedienen. Ja. Ja, mein Tag hat auch nur 36 Stunden. Immerhin. Das heißt, die Sorge vor der Konkurrenz, dass dir dann irgendwas weggeschnappt werden könnte, die musst du nicht nur haben, sondern die hast du auch schlicht und ergreifend nicht und kannst da auch wirklich entspannt durchs Leben gehen, was das betrifft. Also wenn es jetzt noch 3, 4, 5, 10 weitere gäbe, die das so betreiben, wie du es betreibst, dann wäre Österreich immer noch nicht oder die BRD immer noch nicht insofern abgedeckt, dass man sagen würde, jetzt wird es dann langsam eng, da darf aber jetzt dann kein weiterer mehr oder keine weitere mehr kommen, sondern das kann man ganz und das kannst du ganz gelassen und ganz entspannt betrachten. Ich sehe das tatsächlich ganz entspannt, weil erstens einmal die Gier frisst jeden auf und davor verwehre ich mich, weißt, ich denke mir immer, wenn es nicht so hätte sein sollen, dass ich Konversiologie entdecke und entwickle, hätte ich keine Chance gehabt. Und ich freue mich auf den regen Zuspruch, der von Deutschland kommt, von Heilpraktikern aus Deutschland, aus Italien, aus Österreich, aus der Schweiz. Es zeigt halt einfach, wie wichtig auch den Therapeuten der ganzheitliche Ansatz ist. Und auch die wollen das natürlich wieder deren Patienten weiter vermitteln. Und im Grunde genommen muss ich sagen, je mehr, desto besser. Je mehr Konversiologen, desto mehr wird abgedeckt. Ja. Und ich habe da überhaupt keinen Brotneid. Es macht total Spaß. Wir sind so eine eingeschworene Konversiologengemeinschaft. Es ist sehr familiär bei uns und es gibt immer wieder Weiterbildungen, es gibt immer wieder gemeinsame Aktivitäten. Also Fahrt wird es nie. Und ich bin immer der die Methode weiterentwickelt. Ja. Mit neuen Erkenntnissen wieder den Therapeuten ausstaffiere, weißt du, durch veränderte Lebensphilosophien, jetzt durch Corona, Ernährungsweisheiten verändern sich, Trends entwickeln sich. Das alles kannst du ja wieder an den Deutungsfeldern ablesen. Also es nimmt ja nie ein Ende. Und die, ich sag mal so, Deutungsfelder, die lügen ja auch nicht. Also wenn du sagst, du kannst das da ablesen, dann siehst du ja da eine Verbesserung oder Verschlechterung oder etwas, was gleich bleibt, wie auch immer. Aber du kannst es eins zu eins wirklich nachvollziehen und kontrollieren und bist jetzt nicht in einer Situation, wo man spekulieren muss oder so, sonst irgendwas. Also es ist auch ein sehr sicherer Pfad und auch ein sehr schönes Vorgehen, eine sehr schöne Vorgehensweise, was dann gegebenenfalls natürlich auch bei bestimmten Kreisen dann auch Ängste produziert, weil du dann sicherer und mehr weißt und auch behaupten kannst als anderes. Erlebst du ja auch immer wieder. Natürlich, das ist mein täglich Brot, dass ich hier auf große Augen stoße. Wie können Sie denn das sehen? Es ist tatsächlich so, dass man jede Bewegung, die du im Alltag vornimmst, egal ob es um Organmuskelbewegungen geht, das heißt von der Ernährung, oder physische Bewegungen geht oder emotionale Reaktionen geht, sobald du dich anders bewegst, bewegen sich auch die Felder mit. Und somit gibt es seitens der Klienten kein Schummeln, also mich kann niemand anschwindeln, weil man sieht es, ob er das umgesetzt hat oder nicht, die Ratschläge. Genauso würde man auch erkennen, bereits im Vorfeld,
wohin geht denn die Reise? Und du kannst das immer auf den Status quo herunterbiegen und klar ansprechen, wo das Thema sitzt. Und das fassen natürlich sehr viele nicht. Also meine Kunden, die gehen dann mit schon fast apathisch raus, weil die sagen, es gibt's nicht. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Und mittlerweile, woher weiß die das? Woher weiß die das, genau. Ja. Und mittlerweile geht es auch meinen Partnern so, weil die sind jetzt auch schon seit einigen Jahren in der Ausbildung. Und auch hier beginnt es, dass die Menschen einfach mit großer Bewunderung und Faszination unserem Beruf gegenüberstehen. Ja. Es ist eine super schöne Arbeit. Also ich liebe diesen Beruf. Das ist doch schön, wenn das so voller Inbrunst und voller Ehrlichkeit dann auch sagen kann. Ja. Und wir sagen auch, was Sache ist. Also wir sagen nicht, was du gerne hören möchtest als Klient, sondern du musst, wenn du zu uns kommst, offen für die Wahrheit Tatsache sein. Ins Auge schauen. Ja. Und vielen widerstrebt das natürlich oftmals. Aber das ist aber eigentlich dumm. Ja, klar. Ich meine, wenn ich ehrliche Ansagen und ehrliche Aussagen und eine ehrliche Analyse bekomme, ist das ja genau das, was mir an sich weiterhilft und nicht dann irgendein schön geistiges drum herumreden. Mhm. Das hilft nicht weiter. Also insofern ist es dann total spannend, wenn du dann die Analyse vornimmst und dann auch wirklich Tacheles redest. Also was anderes sollte man an sich von einem Therapeuten auch gar nicht erwarten. Ja, genau, aber offensichtlich ist das nicht normal. Und die Menschen, die zu uns kommen, die staunen Bauklötze und manche schaffen das oft in einem Moment gar nicht, so richtig das aufzunehmen. Und das sind dann die Momente, wo ich dann sage, bitte denk einfach zu Hause in Ruhe drüber nach, worüber wir da jetzt gesprochen haben. Und spätestens 3 Stunden später habe ich dann eine SMS oder ein E-Mail, ja, Sie hatten recht und jetzt hat es Klick gemacht. Und das ist total okay. Manche kommen mit dieser Einstellung und sagen, Frau May, ich möchte die Wahrheit hören. Und andere wiederum, die verschließen sich und kommen halt später dann nochmal wieder drauf zurück. An sich wolltest du einen riesengroßen Holzkoffer mitbringen. Genau. Das hat jetzt nicht funktioniert oder hat sich als zu umständlich herausgestellt, aber vielleicht kann man und kannst du ein bisschen darüber berichten, was das für ein spezieller Koffer, der ist riesengroß, gewesen wäre und was der Inhalt ist. Ja, grundsätzlich ist es so, dass gescheit daherreden können ja viele. Ja. Aber in der Konversiologie gibt es dann auch Lösungen dazu, wie kann man optimieren. Und ein Optimierungsansatz sind unsere Kräuteressenzen. Und ich habe vor einigen Jahren schon einmal beobachtet, was kann man empfehlen, wie reagieren mit der Einnahme die Deutungsfelder drauf. Und ich war mit dem Angebot von diversen Firmen einfach nie so richtig 100% zufrieden. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich schreibe selber Kräutermischungen, noch aus dem Wissen von Uromas Zeiten und adaptiert mit meinem neuen Zugang zu den Deutungsfeldern. Und mittlerweile ist es so, dass ich eine eigene kleine Manufaktur ins Leben gerufen habe, ein Familienbetrieb, meine Tochter und ich verwalten den ganzen Apparat neben den Schulungen und auch neben den Analysen. Und aus dem heraus finanziere ich auch die Produktion, weil man kann sich vorstellen, da ist ein relativ großer Aufwand dahinter. Und jetzt ist es so, in diesem Holzkoffer stehen meine heißgeliebten Kräuteressenzen sortiert nach Nummern und nach Mischung. Und die Herangehensweise ist absolut neu, weil mein Job ist der, den Lymphmüll herauszufinden. Ja. Ist der basisch, ist der sauer oder ist der schleimig? Mit diesen 3 Mischungen, Pflanzensäure, Pflanzenbase, Pflanzenschleim, reguliere ich grundsätzlich einmal diesen Müll. Okay?
weil es kann nicht sein, einfach ein Organ herauszunehmen und dem Nahrungsergänzungsmittel aufs Auge zu drücken, wenn das gesamte System noch unsauber ist. Mhm. Okay. Und wenn dieser Lymphmüll beschwichtigt ist, dann kannst du ins Detail gehen. Und ich habe von meiner Sicht der Dinge 12 Organe, die ich betrachte an den Deutungszonen. Und dem steht jeweils eine Essenz gegenüber. Und die habe ich im Koffer drinnen und das ist natürlich so mein ganzer Stolz. Und das gibt es auch exklusiv nur bei den Konversiologie-Partnern, weil die richtige Essenz natürlich mit einem Analyseergebnis dann einhergeht. Dadurch ich froh bin, dass ich überhaupt über die Grenze es geschafft habe, wollte ich nicht noch so einen großen Koffer mitschleppen, weil es schaut echt aus, wie wenn ich da Leiche drinnen versteckt hätte. Und jetzt hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell passieren dürfen. Also nee, bitte erlaube mir ein traditionell Foto. Traditionell ungesund. Genau. Ja. Gestatte mir ein Foto nachreichen zu dürfen. Nein, alles klar. Wenden wir dann auch ein. Es gibt den Unterschied zwischen Base, Säure und Schleim. Jetzt stellt sich die Frage, ist das in der Wertigkeit und in der Bewertung das eine gut und das andere schlecht und das dritte vielleicht neutral? Oder muss man das anders betrachten? Gibt es da im Grunde genommen eine gleichwertende Bedeutung für alle drei, was ja etwas ungewöhnlich wäre, weil das Basische eigentlich immer das ist, was anders positiver bewertet wird als die Säure zum Beispiel. Mhm. Wie siehst du das? Genau, es ist tatsächlich so, dass man meint, dass Base immer nur das Gute ist und Säure immer nur das Schlechte ist. Ja. Ich habe das auch früher geglaubt, weil ich das Gegenteil nicht gewusst habe. Und in meinen 20 Jahren habe ich halt herausgefunden, dass Menschen auch krank geworden sind, die vermeintlich basische Lebensmittel konsumiert haben und solche aber 110 Jahre alt gewesen sind, die immer geraucht haben und Säure konsumiert haben. Also wie kann das sein? Sein, genau. Ja? Im Laufe meiner Tätigkeit und Beobachtung an den Deutungsfeldern kann man aber ersehen, was ist jetzt genau diese Base. Ich habe für mich herausgefunden, dass das Base alles vitaminlastige ist, also jedes Gemüse und jedes Obst. Die Medien geben uns aber vor, dass Base auch Flocken sind, dass Base aber auch Dinkel, Weizen und Hirse und solche Sachen sind. Die fallen bei mir aber in die Schleimregion. Und Säure ist nicht nur die schlechte Säure. Säure ist von meiner Sicht der Dinge in gut und schlecht zu teilen. Nur die gute Säure ist alles, was mit Proteinbildung zu tun hat, egal ob das jetzt vom Fisch und Fleisch kommt oder ob das auch von proteinlastigen Nahrungsmitteln kommt, wie zum Beispiel Dinkel oder wie zum Beispiel Hirse, die einfach sehr viele Proteine aufweisen. Der Mensch neigt aber dazu, die Base zu forcieren, das heißt, er konsumiert zu viel aus der Rubrik Schleim. Schleim ist praktisch alles, was in Zucker umgewandelt wird, was das Lymphsystem in eine Enge transportiert, Organe, Funktionskreisläufe regelrecht erstickt und erdrückt. Und das kann man aber nirgends technisch ermitteln. An den Deutungszonen siehst du aber, ob es jetzt tatsächlich die Vitaminbase ist, die der Mensch konsumiert, oder auch die er zu wenig konsumiert, oder ob er zu viel Convenience-Produkte, also schlechte Säure konsumiert, oder vielleicht sogar zu viel Eiweiß, oder eben zu viel Schleim. Kartoffel wäre zum Beispiel Schleim, Banane wäre Schleim. Alle Lebensmittel, die hochgradig in Zucker umgewandelt werden. Das ist von meiner Sicht aus schleimbildend. Und das Lymphsystem braucht aber jetzt, oder die Zelle braucht, von allen dreien. Im Grunde genommen ist es so, dass man nicht sagen müsste,
man strebt einen Basenzustand an, ja, so wie es beim Basenfasten und Durchfasten und Basenfrühstück hier und Basenbrei am Abend, weil das ist alles Schleim. Sondern du müsstest sagen, du erreichst einen höher gestellten Bereich, also du erreichst den Ausgleich, der Base, Säure, Schleim zu gleichen Teilen enthält, weil dann bist du gesund. Bist du irgendwo aus der Reihe, hast du ein Defizit oder bist du überversorgt, fühlt sich die Zelle einfach nicht wohl. Das sieht aber niemand. Also nicht das eine verteufeln, genau, und das andere, ich sag mal, in den Himmel loben, sondern sich darüber im Klaren sein, dass ich von allen dreien ein gesundes Mittelmaß brauche. Genau. Und dann das auch wiederum dann als den Weg zu erkennen, der zur Gesundheit beiträgt. Genau. Die Deutungsfelder zeigen dir, wo ist dein Status quo. Also Menschen werden auch durch zu gesunde Ernährung krank, weil es einfach an dieser Dreiereinheit fehlt. Und die Deutungsfelder zeigen mir, was müsstest du als Medizin konsumieren, schwerpunktmäßig konsumieren, damit du wieder dein Defizit ausgleichst und deine Zelle somit wieder stabil ist. Das heißt, brauchst du jetzt mehr Gemüsebase oder brauchst du sogar mehr Schleim, brauchst du mehr Kartoffel, brauchst du mehr Banane oder brauchst du sogar mehr Protein? Das ist, kommt aber in den seltensten, also in den meisten Fällen vor, weil so wie es jetzt ist, jeder, so gut es geht, auf Proteine verzichtet. Ja. Also quasi Fisch und Fleisch reduziert. Reduziert, ja. Aber das Komische ist, im Kühlregal, im Supermarkt, überall High Protein dort, High Protein da, Low Carb, High Protein. Ich kann es schon nicht mehr sehen. Ja. Also der Mensch verteufelt auf der einen Seite Fisch und Fleisch und auf der anderen Seite holt er sich die Joghurtsäure her, die aber brutal sauer ist mit Schleim. Also das passt nicht zusammen. Ja, ja, und ja. Du siehst es halt einfach, was ist Bedarf. Hat der interessierte Kunde eine Chance, ist das sinnvoll, die Essenzen bei dir ohne eine Analyse sich zu organisieren und dann zu verarbeiten? Das habe ich natürlich auch einige Zeit überlegt. Und es ist aber so, dass der Markt grundsätzlich sehr viele Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Egal, ob das jetzt in die Vitaminrichtung geht oder ob das jetzt in die Eiweißrichtung geht, Eiweißshakes und so weiter. Die Dosierung ist nur auf Verdacht. Der Mensch kauft nach Gefühl. Der Mensch entscheidet nach dem Preis, der Kunde entscheidet, ist die Verpackung nett. Aber was die Zelle jetzt tatsächlich braucht, weiß man nicht. Ja. Und der Zelle ist es wurscht. Auch mit der Verpackung nichts zu tun. Genau. Ja. Ob das jetzt 9,90 € kostet oder ob das jetzt 24,90 € kostet. Ich verwehre mich einfach, ohne genau zu wissen, was der Mensch braucht, etwas zu verkaufen. Natürlich beschneide ich mich wirtschaftlich. Ich könnte genauso in die Masse gehen, einen Shop entwickeln und sagen, so, wow, Karin Mayers Naturmanufaktur, that's it, und rausballern. Aber das ist einfach nicht meine Vision. Ich gehe eher in die Qualität. Ich möchte eher zu dir sagen, Michael, du brauchst das und das. Und das reicht aber dann auch. Du brauchst nicht noch 50 andere ausprobieren. Weißt du, wenn du in unserer Praxis wärst, auch bei den Konversiologen, ist es so, du siehst an den Deutungszonen ganz genau, wenn jemand nahrungsergänzungsmittelmäßig überdosiert ist. Das ist ganz schlimm. Oder da wird Öl gezogen bis zu einem brutalen Abwinken, dass die Zungendrüsen schon komplett zugemüllt von Schleim und Öl sind, dass einfach nichts mehr fließen kann. Dieser Mensch braucht dann Protein, damit, oder Schnapserl, damit er diesen Schleim wieder regulieren kann.
Also absolut, ab und zu ein Schnapsel ist gar nicht verkehrt. Ich stehe dazu. Ja. Brennt alles nieder. Ja, Klammer zu. Ja, es ist halt so, dass ich die Individualität in den Mittelpunkt stelle. Ja. Und das auch meinem Partner und so weitergebe. Ist es schwer, aus deiner Sicht schwer, Essenzen unter die Leute zu bringen, wenn du nur über deine Partner gehst? Ist das ein Punkt, der dich quasi ausbremst oder ist das in Ordnung? Grundsätzlich bremst es mich natürlich aus. Ja. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe in einem kleinen Familienbetrieb die Produktion gestartet. Und wenn ich von Familie spreche, dann meine ich meine Tochter, die mittlerweile schon mit Konversiologie in der Flasche aufgezogen worden ist. Und ich, wir wechseln uns in der Produktion ab. Es ist wirklich sehr mühsam. Mhm. Und meine Partner sind noch nicht so breit gestreut in Europa. Es sind jetzt vielleicht 50 Partner, also sprich 50 Wiederverkäufer der Essenzen. Wenn ich natürlich jetzt einen öffentlichen Zugang hätte, in die breite Masse gehen würde, würde ich mich aber nicht von den anderen Anbietern unterscheiden, die einfach nur um des Verkaufens willen, um den Absatz wegen verkaufen. Ich muss dann natürlich ordentlich haushalten mit der Produktion. Ich muss da schon schauen, dass ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehne. Mhm. Und der Income ist natürlich jetzt noch nicht so groß. Aber das schlucke ich gerne, wenn ich weiß, es macht Sinn, die Qualität stimmt, wir haben Flaschengebinde und wir füllen von Hand ab. Es ist eine gute Energie dahinter und es kommt auch etwas Gutes zurück. Ja. Also ja. Der Endkonsument spürt die Qualität, du schmeckst die Natur einfach. Du hast jetzt mit die Füße als Spiegel der Gesundheit eine neue Publikation vorgelegt und unterscheidest da und du sprichst da von äußeren Merkmalen, die zusammenhängen mit inneren Unstimmigkeiten. Wie ist das zu erklären oder wie ist das zu verstehen, äußere Merkmale und innere Unstimmigkeiten? Wie ich meine Forschung praktisch begonnen habe, habe ich mich immer gefragt, was ist es eigentlich, wonach ich suche? Und ich habe mindestens 12 Jahre gebraucht, bis ich meinem Schüler erklären konnte, was musst du eigentlich schauen? So ist es, dass ich 32 Deutungsfelder am gesamten Körper einteile. Und auf einem Deutungsfeld hast du Merkmale, wie zum Beispiel Verformungen, Ausbuchtungen, Falten, Wunden, Schrunden, Hautirritationen, Pusteln, Hautunreinheiten, aber auch Schwellungen. Klingt alles nach Erkrankungen. Ja, genau. Die Medizin würde es als Hauterkrankung definieren. Ja. Aber von meiner Sicht ist es dem Zellmüll zuzuordnen. Mhm. Das heißt, die Zelle ist wieder entweder basisch oder schleimig oder sauer, transportiert sich auf die Haut oder bleibt in der Haut. Merkmale auf der Haut wären jetzt entweder diese typischen Hauterkrankungen oder alles andere wären Schwellungen. Falten sind genauso ein optisches Merkmal für uns, wo wir halt den Status quo ausmachen. Mhm. Und auf einem Deutungsfeld mit diesem Wissen ausgestattet von Säure-Base-Schleim ermitteln wir emotional, physisch, organisch, wie du lebst. Und in diesem Buch wollte ich... Wie du liebst oder wie du lebst? Ja, beides. Beides. Es steht auch drinnen, wie du lieben sollst. Ja. In dem Buch wollte ich einfach darstellen, wie wichtig dieser dreierlei Zugang ist. Ja, weil ein Zugang alleine reicht einfach nie aus. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Dreifaltigkeit dreigeteilt, weil einer alleine hätte es nie gemacht. Ja, ja. Du brauchst immer die Rückendeckung oder die Meinung der anderen und so ist es auch bei Säure-Base-Schleim. Nur die drei sind einfach gut. Ja. Und über die Haut siehst du halt einfach, darum brauchen wir des Öfteren eine Lupe,
wie ist das Hautbild aufgebaut? Ja. Und da brauchst du oft die kleinsten Irritationen, die für uns eine Aussagekraft haben. Jetzt hast du auch darüber berichtet und davon geschrieben, dass es an den Füßen rote und blaue Verfärbungen gibt. Das ist jetzt etwas, was erstmal überrascht, aber dich jetzt nicht wirklich überrascht. Was hat es damit auf sich? Erinnere mich bloß jetzt nicht an rote und blaue Verfärbungen. Das ist zurzeit ein absolutes Tabuthema. Da möchte ich dir etwas erzählen. Warum also, ist das ein Tabuthema? Also in meiner Arbeit sind natürlich Verformungen und Verfärbungen Praxisalltag. Ja. Und es zeigt, dass wenn etwas rot ist, dann ist schon Feuer am Dach. Mhm. Dann ist einfach dieses Deutungsfeld mit Energien voll und es schreit nach Hilfe, SOS, alle Alarmglocken läuten. Ist ein Deutungsfeld blau, ist es schon die nächste Stufe der Belastung. Das heißt, diese akute Belastung ist Dauerzustand und blau ist einfach richtig tiefsitzend, richtig schlimm. Wenn das Deutungsfeld schwarz ist, tot, abgestorben. Ja. Also das ist die Steigerung. Genau. Rot, blau, schwarz. Genau, genau. Ja. Vor diesem Rot und Blau gibt es aber natürlich eine Vorstufe. Es wird nicht ein Deutungsfeld einfach rot oder blau. Das hat eine Vorlaufzeit. Und diese Vorlaufzeit... Ohne eine Verfärbung gleichzeitig aufzuweisen. Ja, genau. Ja. Und diese Vorlaufzeit ist praktisch unsere Aufzeigezeit, wo wir sagen, lieber Kunde, aufpassen, du steuerst einem Infekt entgegen, du steuerst einer Belastung entgegen, die den Zungendrüsen nicht gut tut, die praktisch den Kopfschleimhäuten massiv zusetzt. In Corona, du steuerst entgegen, aber es ist noch nicht virulent, ja, es ist genau. noch gar nicht sichtbar. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Das ist so dieses latente Krankheitsbild, es schleicht sich ein, aber es ist technisch noch nicht registrierbar. Richtig. Und oftmals auch noch nicht wahrnehmbar. Mhm. Ich habe eine Studie gelesen aus Italien, die besagt, dass die Ärzteschaft einfach massiv vor einem Rätsel steht, weil Corona mit blau und rot verfärbten Füßen einhergeht. Und die Wissenschaft in Italien und in Spanien und Europa und hin und her rätselt, wie es zu solchen markanten Verfärbungen kommt. Und ich habe mir gedacht, die brauchen mich nur zu fragen. Ich würde es wissen, weil das ist einfach mein täglich Brot. Und ich habe mir diese Füße etwas genauer angeschaut, quasi zu diesen Studien dazu. Und es war so, dass die Deutungsfelder, wo diese Verfärbungen aufgetreten sind, die Felder der Kopfschleimhäute und des Bronchialbereichs sind. Und ich habe gedacht, ich kippe aus den Latschen, weil am liebsten hätte ich sofort zusammengepackt, wäre nach Italien gefahren, ausgestattet mit meinem Wissen und hätte erzählt, dass das einfach praktisch der Spiegel des inneren Zustandes ist, der sich über die Füße abzeichnet. Und das kann natürlich an den Füßen sein, kann genauso an der Hand sein. Aber das geht natürlich im Moment nicht. Oder geht es nicht nur im Moment nicht? Oder ist es so, dass es mit einem solchen Wissen du dich auch regelrecht unbeliebt machen würdest? Ja, absolut. Also ich würde mich nicht nur unbeliebt machen, sondern ich käme gar nicht so weit, mich unbeliebt zu machen, weil ich die Chance gar nicht dazu bekomme. Weil ich, dann sind wir wieder beim Thema vorhin, etwas weiß, was ich nicht wissen darf, nicht wissen kann. Man hört mir in dem Sinn im Grunde genommen nicht zu. Ja. Genau. Also das hängt dann auch damit zusammen, dass es so ein, also dieses Thema und die Diagnose und damit auch irgendwelche Hilfestellungen, das ist einem Closed Job der Ärzte vorbehalten. Absolut, das wird mir dann auch so konkret gesagt. Ja. Und was willst du dann noch machen? Nur ich finde es halt schade, weil du könntest ja auch helfen, bevor es zu diesen Rot-Blau-Verfärbungen kommt. Ich würde ja wissen, wie dieses Deutungsfeld ausschaut, bevor es rot wird. Ja. Und das finde ich natürlich schade,
Weil es ist extrem schade, weil damit Lösungen verbaut werden. Na klar. Und eine Therapiemöglichkeit nicht ergriffen würde, die an sich da ist, nur weil man das noch nicht erkennen darf oder erkennen soll oder wie auch immer. Also genau. Genau, ja, das ist einfach schade drum. Weil je früher du in die Aktion gehst, desto minimaler ist der Aufwand. Na klar. Und die Ignoranz, nur weil du dieses Gebiet nicht studiert hast, ist natürlich eigentlich besonders erbärmlich, weil es die Möglichkeiten verbaut, hier aus einer Problematik herauszukommen, obwohl du Lösungen anbieten könntest und die einfach deswegen nicht gewollt sind, weil du die akademischen Titel nicht aufweisen kannst. Genau. Was für ein Kindergarten. Genau. Ja. Erklär das mal wem. Bedeutet das, dass man dieses Corona-Thema im Grunde genommen schon im Vorfeld abfangen könnte? Weißt du, Corona hin, Schleimhautbelastung her. Im Grunde genommen geht es darum zu schauen, wer hat bereits ein defizitäres Zellmilieu. Also was die Gefährdungsgruppe. Genau, ja. Genau. Und es gibt keine Gefährdungsgruppe wie Krebspatienten oder Raucher oder irgendwelche Menschen mit Vorerkrankungen. Das sagt das jetzt überhaupt nicht aus. Mhm. Es kann genauso jemanden treffen, der sein ganzes Leben lang gesund gewesen ist, aber er weiß vielleicht nicht, dass sein Bronchialbereich energetisch blockiert ist. Er weiß vielleicht nicht, dass seine Zungendrüsen schleimig sind. Er weiß vielleicht nicht, dass er ständig in seinem Alltag etwas einatmet durch seinen Sport oder durch seine Landwirtschaft, die er betreibt. Mhm. Der war vielleicht immer gesund, aber deswegen ist sein Kopfschleimhaut und sein Lungenbronchialbereich vorbelastet. Und wenn dann so ein Erreger kommt, wurscht wie man den nennt, dann kann sich der einfach einnisten in diesem Schleim zum Beispiel und dann brodelt es und der entzündet sich, weil der kann nicht mehr raus, weil Schleim einfach erdrückt und erstickt. Mhm. Und das sind für mich potenzielle Zielgruppen. Ja. Und das kann man aber an den Deutungsfeldern erkennen. Wer gehört da rein und wer gehört da nicht rein? Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt so diese Einteilung, die traditionelle Base ist gut, Säure ist schlecht. Jetzt siehst du das deutlich differenzierter und deutlich anders und nicht in diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und du stellst auch fest, es gibt noch was Drittes. Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Muss sagen, also das eine ist jetzt nicht gut und das andere ist schlecht und außerdem kommt dann irgendwas Drittes daher. Ja genau, und dieses Dritte ist eben dieser schleimige genau. Prozess. Ja. Und jetzt gibt es zwar Basisäure-Schleim, aber die kannst du nicht wieder über einen Kamm scheren. Du musst Basisäure-Schleim noch einmal drei teilen. Nämlich es gibt die klare Base, ja. Den klaren Schleim und die klare Säure. Das sind Lebensmittel, die sehr rein sind, die sehr wenig, zum Beispiel bei der Base, Vitamine haben, die eher histaminlastig sind, sehr viel Basenwasser haben, Pilze und Tomaten und so weiter. Und dann gibt es die süße Base, die süße Säure und den süßen Schleim. Das kommt von Lebensmitteln, die primär in Zucker umgewandelt werden. Und dann gibt es die intensive Base, die intensive Säure, den intensiven Schleim. Das sind wieder Lebensmittel, deren Vitamine sehr zahlreich sind, deren Schleim wie Banane und Kartoffel sehr intensiv ist, aber auch diese Säure intensiv. Das sind so diese typischen Krankmacher. Aromazusätze, Glutamate, Convenience-Produkte aller Art. Ja, niemand unterteilt das so genau wie Konversiologie. Ja. Und das macht es aber total aus. Schau, jetzt war neulich eine Kundin bei mir, die hat Rheuma, ganz massiv Rheuma. Und die Anweisung, die medizinische Anweisung ist einfach gewesen,
essen es einfach, was ihnen schmeckt, aber rauchen es nicht und trinken es keinen Alkohol. Das ist einfach so diese typische Ansage. Und mittlerweile, ja. Genau, kommt dann oft dazu, essen sollte kein Fleisch und kein Wurst. Okay, die hat sich daran gehalten. Hat sich aber nichts geändert. Im Gegenteil, das ist schlimmer geworden, weil sie alleine von ihrem Gusto her zu Lebensmitteln gegriffen hat, die halt sehr käselastig gewesen sind, sehr schleimproduzierend gewesen sind. Sie hat aus der klaren Base konsumiert, sehr viel Erdbeer, sehr viele Tomaten. Sie hat geglaubt, sie tut sich etwas Gutes. Aber sie hätte Gelenksgemüse gebraucht, sie hätte aus der Rubrik intensive Base Lebensmittel benötigt. Ja. Aber das weiß halt einfach niemand. Und deswegen war es mir im Buch auch so ein Anliegen, mal einen Test da reinzugeben. Wo stehst du denn überhaupt? Also bist du zu sehr Base, Säure oder Schleim? Und wo solltest du dich ausrichten von der Ernährung her? Würde auch bedeuten, dass man auch in Ergänzung zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben, durch Säure gesund werden kann. Also gar nicht, dass das immer schlimm und schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil sogar etwas ist, was zur Gesundheit beitragen könnte oder kann. Das hört sich mega skurril an, ist es nicht so. Aber es ist einfach Tatsache, dass Menschen, die zu viel aus der Rubrik Base und Schleim konsumieren, sich glauben, gesund zu ernähren, daher auch krank werden und nur mit Säure wieder gesund werden. Ja. Du kannst mit Säure abnehmen, du kannst mit Säure diesen Basenschleim vernichten, weil das Protein frisst praktisch wieder den Zuckerschleim auf. Und es ist mega spannend. In der Analyse klingt es einfach sehr abgefahren, wenn ich sage, lieber Kunde, jetzt trink einfach einmal den Lebertran oder konsumiere einfach einmal aus der Rubrik Pflanzensäure. Ja, weil dieses Mineralsalzlastige, dieses Proteinlastige motiviert die Leber. Ja. Weißt du, du musst dir vorstellen, unser Zellhaushalt ist wie ein Ozean. Und dieses Wasser, was in der Zelle schwimmt, bewegt sich. Und genauso wie Ebbe und Flut Verunreinigungen an Land spült, ist es auch in der Zelle. Je besser dieses Plus und Minus, diese Wellenbewegung, diese Flut und Ebbe passiert, desto intensiver ist die Spülung nach draußen, also über Blase und Niere, über die Ausscheidungsorgane. Mhm. Je flacher diese Zelle sich bewegt, je mehr Base der Mensch konsumiert, je mehr grüne Smoothies er trinkt und je mehr Körnl, das er frisst zum Frühstück und je mehr, dass er halt einfach so in dieses leichte, breiige abdriftet, dieses zahnlose, geschmacklose Essen, desto weniger Kraft kriegt die Zelle. Und der Mensch verliert dann auch an Kraft. Die Verdauung lässt nach, das Nervensystem ist gereizt. Es bilden sich brutal viele Krankheitsbilder aus diesem gesunden Zustand. Ja. Nahrungsmittel können von daher auch als Medizin und als Heilmittel im Grunde genommen bewertet und betrachtet werden. Mhm. Es ist halt einfach so, dass sehr viele Lebensmittel heutzutage nicht mehr Mittel zum Leben sind. Auf diese Lebensmittel kann der Körper total verzichten. Und es ist halt einfach dieses Convenience, was uns vorgegaukelt wird, dass es gesund ist. Mein Job, der Konversiologie-Job, ist, Lebensmittel als Medizin einzusetzen, emotionales Verhalten als Medizin und die richtige Bewegung als Medizin. That's it, das kann der Mensch für sich in seiner Verantwortung übernehmen, um in seiner stabilen Mitte zu sein. Du bist jetzt schon häufig bei mir im Gespräch gewesen. Lass uns jetzt zum Abschluss einen Blick nach vorne, einen Blick in die Zukunft werfen. Gibt es neue Projekte? Was wird an Neuem demnächst passieren? Was hast du Spannendes zu berichten? Also vor knapp 10 Jahren, wie wir uns das erste Mal getroffen haben, hätte ich nicht gedacht, dass ich dir so viel Neues erzählen kann und wir uns 2020 jetzt schon wiedersehen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, 2021 werde ich wieder bei dir sitzen dürfen, sofern du mich einlädst dazu. Mache ich gerne, klar. Die neuen Projekte gehen natürlich in Richtung Partnerschaft, ja, weil ich die Schulungen jetzt soweit unter Dach und Fach habe. Mittlerweile sind es 1000 Seiten Schulungsunterlagen, die meine Partner lernen müssen. Ja. Also Brockhaus ist ein Schmarrn gegen Konversiologie. Ich hoffe, dass irgendwann einmal Konversiologie Brockhaus in deinem Regal stehen wird. Aber ich habe jetzt eine Konversiologie-App gemacht. Und da steckt natürlich mein Herzblut in den letzten 20 Jahren drinnen. Schaut mega cool aus, das möchte ich dir dann vorstellen. Ja. Und die neuen Projekte sind Bücher auf diese einzelnen Themen jetzt aufbereitet. Nur emotional, nur Bewegung, nur Kulinarik nach meiner Philosophie. Und das ist dann über die Konversiologen natürlich bei der Analyse zu beziehen, weil sehr viele, man würde es nicht glauben, aber sehr viele Menschen oft nicht wissen, wie koche ich denn richtig? Ja, jetzt kriegst du von mir die Anweisung, konsumiere eher Säure klar und Base intensiv und Schleim klar. Dann kriegst du von mir Lebensmittel. Ta! Wie geht's weiter? Wie geht's jetzt weiter? Genau. Genau, und wie es dann weitergeht, das darf ich dir dann vorstellen. Ja, freue ich mich drauf. Ich mich auch. Ganz herzliches Dankeschön, weiterhin viel Erfolg. Danke auch. Und tja, liebe Zuschauer, ihr habt es mitbekommen, was ich im Bereich der Konversiologie in der jüngsten Zeit getan hat und, wie wir auch erfahren konnten, demnächst noch tun wird. Ich möchte in dem Zusammenhang auch auf das Buch, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, von Karin Meyer hinweisen. Die Füße als Spiegel der Gesundheit, Signale des Körpers verstehen, Selbstheilungskräfte aktivieren. Eine wichtige Publikation, die jüngste und neueste Publikation, die Karin geschrieben hat. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen und noch besser es dann auch in Ruhe durchzulesen. Und in diesem Sinne sage ich ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Michael Vogt TV.